Winter in Südtirol oder die seltsam Kenzi Video, leise flüstern die Skier in der Loipe. Es geht durch einen verschneiten Märchenwald. Plötzlich schält sich aus den Tannen eine Bergkulisse wie aus einem Bildband von Reinhold Messner, Felsriesen mit Gipfeln so spitz wie die Zähne eines Drachens ragen empor. Fasziniert von der Mächtigkeit der Berge übersieht man banal das Reh, das ein paar Meter vor den Skiern über die Loipe hüpft und auf der anderen Seite wieder im Wald verschwindet. Idyllisch und zugleich aufregend ist die Landschaft in den Sechstner Dolomiten im Südtiroler Hochbustertal. Kofeln, die den Himmel kitzeln, viele Gipfel heißen hier Kofel. Obwohl der Name vom Wort Kuppe herrührt, sind die meisten eher spitz. Sie kitzeln den Himmel 3000 Meter über dem Meeresspiegel und tragen Namen wie Neuner, Elfer, Zwölfer und Einser Kofelrü, Südtirol, Dollar, höchgrößte steinerne Sonne nur BKs Knödel und Kletterprofis Milligramm Wintercamping am Patzerfelden. Sie gehören zu einem weltweit einzigartigen Naturschauspiel, der größten steinernen Sonne nur. Zur Wintersonnenwende steht die Sonne um 12 Uhr genau auf dem Zwölfer Kofel, um 1 Uhr auf dem Einser. Die Römer rechneten anders. Sie begannen erst bei Sonnenaufgang zu zählen. Deshalb zeigte bei ihnen der Zwölfer Kuigu-GSG-GICC-CGSG-Gulden-GS-Gulden-IGI-Zück vermutlich entstand zu der Ortsname Sechsten. Niedriger Puls durch tägliches Langlauftraining ein paar Minuten hinter dem Ort ist Eugen Joret so mit seinen Gästen gestartet. Auf 1500 Meter für die Höhenloipe am Berghang entlang. Ein ACC-Zug. UASIGICIGSG. GSG Ese Gut zu Gulden SCSGS Gulden IGC Gulden, Negerdorf, erzählt Eugen Jo. Als im Ersten Weltkrieg Tiroler Standschützen die Verteidigungslinie am Karnischenkamm aufbauten, nutzten sie das Wort als Erkennungsparole vermutlich, weil sich im Laufe der Zeit das Holz der Hütten schwarz färbte. Die Winter im Krieg waren hart. Nicht nur im Kampf starben viele Menschen, zahlreiche wurden auch Opfer der Natur. Eugen Jo ist in den Karnischen Alpen aufgewachsen. Schon als Teenager war er ein ausdauernder Junge und flitzte wie ein Profi auf Langlaufskiern durch Täle Züg LGGOGSCAZO AZ1 SUSI GCESIGY Gulden SGG Gulden ISES SHIP. Einen Herzfehler, weil mein Puls so niedrig war. Dabei kam das vom täglichen Langlauftraining, lacht der 55-Jährige, der auch Biathlet war. Zuletzt hat er jahrelang die Tour de Ski organisiert, die nach der Olympiade als wichtigstes und härtestes Skirennen gilt, das neben Oberstdorf unter anderem in Toplach und Cortinai ausgetragen wird. Kletterrouten mit hohem Schwierigkeitsgrad. Südtiroler lieben das Kräftemessen. Jedes Winterwochenende findet ein anderer Skimarathon statt. Denn so rau die Natur ist, so zäh sind auch die Einheimischen. Otti Innerkofler ist so ein Kerniger. Der 44-Jährige hat den UCI Zy Gulden 1 Silja, Giaso Gulden Zyg, UCI 5 CAZSG UCI GGY SAGI GS Klettern kann ein zusätzliches Kilo entscheidend sein, ob man es schafft oder nicht, erklärt er sein Gewicht. Gemeinsam mit seiner Frau Clara betreibt er eine Almhütte auf 1877 Meter Höhe direkt an der Loipe. Drinnen hängen Skizzen von Kletterrouten mit hohen Schwierigkeitsgraden an der Wand. Es duftet nach leckerem Apfelkuchen. Da schnallt man gern die Skier für eine Pause ab. Otti jongliert Teller mit Kuchen und Käsknödeln zwischen Küche und dem vollen Gastraum. Zwischendurch nimmt er seine Ziehharmonika und spielt mit leuchtenden Augen Bergsteigerlieder. Dabei ist sein Tag mehr als ausgefüllt, jeden Morgen steht er um 4 oder 5 Uhr auf, je nachdem welche Mengen Apfelstrudel er backen muss. Später bringt er die Kinder ins Tal in die Schule, düst mit dem Motorschlitten zurück auf die Alm, wo er mit Clara bis 10 Uhr am Abend die Gäste bewirtet. Obendrein trainiert Otti seine Muskeln in der Kletterhalle und gibt Skikurse für Kinder. Manchmal dubelt er auch gefährliche Skiabfahrten für Schauspieler. Wie er mit dem durchgetakteten EPGUUCUEZSCSGSGUCÖSESIZGULDENYGULDENI1JUGUUSESIG sein Urgroßvater war die Kletterlegende Sepp Innerkofler, der den 2744 Meter hohen Paternkofel und viele weitere Gipfel als erster erklomm.
Als Tourismuspionier übernahm er Ende des 18. Jahrhunderts die 13er-Hütte im gleichnamigen Naturpark und baute sie mit Lagerbetten aus. Wintercamping, Abwasser beachten. Gut gestärkt geht es zurück auf die Loipe. Die Skier soaren leicht abschüssig bis zum Kreuzbergpass. Zu Füßen der Rotwand liegt der Campingplatz Potzerfeld. Die Wohnwagen tragen Mützen aus Schnee. Nicht nur SCO Gulden EGÜK EUCZRGI IRGSSGGGUIK 1 COGSGULGS Wintercamping, schwärmt ein Holländer vor seinem 6 Meter VCLSUZGS Gulden ASCO GCICGC Gulden L C Gulden Gulden GÜSESIGSISES herauslaufen lassen, dann gefriert es. Was die restlichen Kältecamper wohl mehr begeistert, ist das Gebäude direkt neben den Wohnwagen. Dort gibt es eine Sauna und verschiedene Massagen im Angebot. Weißgefrorene Fingerspitzen durch draufbeißen beheben so viel Komfort, hatte Rainer Kauschke damals nicht. 1963 bestieg der Kletterer gemeinsam mit drei Freunden als erster eine neue Nordroute in der Großen Zinne. Die VÖGGGSCÜG Gulden SÜGÜSESISSGQ Gulden 1 GIG stehen aber senkrecht wie Schneidezähne in der Landschaft. Damit ihnen niemand zuvor kam, planten Kauschke und seine Freunde die Tour für den Winter. Am Ende haben sie 17 Tage bei teilweise minus 30 Grad in der Wand GLCCLCUGCGSG. ÖG 4 Gulden OGGISCI, CGGSG Fingerspitzen weiß gefroren. Wir haben draufgebissen, um sie wieder zu beleben, erzählt der OGISUGCES Gulden GGGCLUSES Gulden ZÜG A. XIGSCISCI1SCIGSG großen Respekt vor den Gipfeln und hätte nie etwas Unüberlegtes getan. Damals war die Ausrüstung noch richtig schwer. Sie hatten Rucksäcke aus EDGGGCLGSCUGO Gulden SCGSGGGSQ Gulden SGU, Logi, SGSCIG VS mussten zweimal am Tag Lebensmittel zu uns hochziehen. Das war so anstrengend, es hat uns wahrscheinlich vor dem Erfrieren gerettet, erzählt der leidenschaftliche Bergsteiger. Die Zeit hat seine Haare inzwischen weiß gefärbt, trotzdem steigt er noch immer gern in die Zinnen, wenn auch nicht mehr auf ganz so extremen Routen. Schnee versteckt das Wahrzeichen Südtirols SGGS Hilgi Gulden SÜGC Gulden VCS Axis GGISU Gulden, CES ZUGUSSA, SUU, dass seine Gäste einen Blick darauf werfen können. Die nächste Loipe führt deshalb ins Höhlensteintal. Doch an diesem Tag ist Frau Holle dabei, die Märchenlandschaft zu renovieren. Dicke Schneeflocken setzen sich auf Nase und Schultern, suchen sogar ein Versteck hinter den Wimpern. Von den Stahlzähnen keine Spur. Die Wolken scheinen sie verschluckt zu haben. Dann Z Gulden Gulden Gigi Gulden AIGGCUSEUSIGGY SUGEZÜG OGOGESUSGUSES Gulden SÜGESGGS Zinnen, eines der meist fotografierten Gebirge überhaupt,